houses? Tournament hier in Bielefeld, in der Potsdam. Das ist, in Deutschland ist das immer in Winterpause ganz toll. Wie haben Sie den ersten Tag? Es ist immer schön hier zu sein, die Kulisse und die Atmosphäre stimmt. Es macht riesen Spaß, Halbfußball zu spielen. Es ist gut, gerade nach einer Winterpause wieder Fitness zu sammeln. Der Spaß steht bei uns im Team im Vordergrund. Wenn dann die Siege natürlich dazukommen, ist es natürlich umso schöner. Und bisher fährt der Teil doch sehr gut und das freut uns auch. Es geht dieses Jahr in Potsdam auch sehr gut. Vielleicht besser dann erwartet. Potsdam 2-3 Spiele geschehen. Ihr spielt befreit gegen den vergangenen Jahr. Stimmt das? Ja, das stimmt. Dem kann ich sehr zustimmen. Wir haben sehr viel Spaß in der Mannschaft. Wir haben uns vor der Saison vorgenommen, dass wir unser Bestes geben, dass wir Spaß haben, von Spiel zu Spiel gucken. Und das funktioniert im Moment sehr gut. Und mit dieser Vorbereitung fahren wir im Moment am besten. Und wir sind natürlich glücklich, wenn das so weitergeht. Ja, und in die Meisterschaft geht es ganz gut. Ja, welche Top-Spieler gewonnen? Gegen Bayern zum Beispiel. Nur im Pokal zuletzt eine Pleite bei Bremen. Was ist da passiert? Ja, genau, das ist natürlich, tut natürlich weh, dass wenn man die Top-Spiele gewinnt, dass man dann im Pokal gegen den vermeintlich schwächeren Gegner verliert und ausscheidet. Das hat uns sehr wehgetan, aber jetzt im Endeffekt haben wir daraus nur gelernt. War vielleicht auch gut für unsere Zukunft, für unsere zweite Halbserie, dass man sieht, dass es uns ja alles gut ist. Das ist auf Kosten des Pokals, das ist natürlich umso ärgerlicher, aber nichtsdestotrotz, daraus haben wir gelernt. Dann auch zur Nationalmannschaft. Sie haben ja mit U20 schon die Weltmeisterschaft geholt, auch mit der A-Mannschaft. Es geht diesen Sommer nach Niederlande, nach der EM. Natürlich ist Deutschland wieder super Favoriten da. Ja, also Deutschland hat ja sehr oft diese Favoritenrolle. Zu Recht jetzt auch, gerade nach den Olympischen Spielen jetzt auch. Ich versuche für mich als junge Spielerin natürlich den Kader zu schaffen. Und aufgrund vergangener Verletzungen wieder 100% fit zu sein und mich zurückzukämpfen. Das wäre natürlich super. Ich habe Deutschland gesehen gegen Niederlande in Aalen. Da haben die wirklich eine völlig überragende Leistung gebracht. Sicher die erste Halbzeit hat die Niederlande von der einen Leitung nach die andere gespielt. Da auch wissen die Potsdam ähnlich. Die spielen frei. Das ist ganz anders. Man hat natürlich einen neuen Trainer, ein neues Trainerumfeld, was natürlich immer einen neuen Input gibt, da man auch mehr kreative Freiraum hat. Und das, denke ich, tut dieser Mannschaft auch sehr gut. Und das, denke ich, ist einer der Gründe, warum man jetzt unbefreit und mit Spaß spielt. Ja, und dann zurück noch zu Potsdam. Ich denke, der Ziel ist nächstes Jahr die Champions League. Klar, Ziele hat man immer, auch hohe Ziele. Und nichtsdestotrotz, wir gucken jetzt von Spiel zu Spiel und was am Ende dann rauskommt. Und heute dann hier das Finale im Tournament in der Stadt. Sehr super, ja. Okay, so, vielen Dank. Danke.